Ja, unvergessen ist wohl das Zitat von John F. Kennedy. Es gibt nur eine Sache, die teurer ist als Bildung. Keine Bildung. Genauso wie jede andere Branche auch, entwickelt sich der Bildungssektor immer weiter. Und schon längst haben elektronische Smartboards die Tafeln und Kreide aus Schulen verdrängt. Und während viele noch den Satz kennen, Hefte raus, Klassenarbeit, könnte es bald schon heißen, Handys raus. Klassenarbeit, denn auch die werden immer mehr in den Unterricht einbezogen. Die ganze Woche über werden wir die Bildungsmesse begleiten und den Eröffnungstag zeigen wir Ihnen jetzt. Beim Sport, beim Spielen zu Hause oder in Bildungseinrichtungen. Kinder lernen eigentlich überall. Schon Kinder im Kleinkind- und Vorschulalter profitieren besonders davon. Auf der Bildungsmesse Didakta werden Fachgespräche, Vorträge und Diskussionsrunden zum Thema frühkindliche Bildung angeboten. Eltern, Lehrer und Erzieher bekommen Tipps, wie sie ihre Kompetenzen stärken und ihr Wissen bestmöglich an die ganz Kleinen weitergeben können. Doch warum ist es so wichtig, frühzeitig die Kinder mit Bildung zu konfrontieren? Heute müssen wir Kinder darauf vorbereiten, an verschiedenen Situationen mit verschiedenen Kulturen angemessen umzugehen. Und deshalb reicht es nicht aus, wenn die Bildung des Kindes heute nur in der Familie stattfindet, vor allem auch dann, wenn es keine Geschwister gibt. Insofern ist die außerfamiliale Betreuung eine sinnvolle Bereicherung und Erweiterung dessen, was in der Familie passiert. Neben der Familie sind Kindertagesstätten eine wichtige Stütze in der Entwicklung eines Kindes. Die Kinder können sich dort frei entfalten und zu starken Persönlichkeiten reifen. Also wenn es um Bildung geht, sind sicherlich Kindertageseinrichtungen gute Einrichtungen, die viele Angebote, Methoden haben und fachlich qualifizierte Erzieherinnen. Aber alleine das, diese Methoden zu haben, macht die Bildung noch nicht aus, sondern es geht darum, die Kinder zu bestärken in dem, was sie ohnehin tun, sie zu begleiten in ihren alltäglichen Tätigkeiten. Kinder sind ja sehr kreativ und sie dann immer so mit einem kleinen weiteren Angebot zu unterstützen. Eine Kombination aus Familie und Kindertagesstätte bietet also die optimale Voraussetzung für die frühkindliche Bildung. Doch am wichtigsten dabei ist, dass die Kinder Spaß beim Lernen haben.